Autoreif-Kinder und ich bin im Osten der Republik angekommen bei meinem geschätzten Kollegen Oswald Art. Ne? Ja, willkommen. Ist das nicht auch komisch, dass man uns immer beim Formatnamen, ich kenne das Hey Ausfahrt TV. Echt? Ja. Nee? Du bist immer Ecki, ne? Ja, Ecki! Ja. Dieses Video entstand mit der freundlichen Unterstützung unseres Partners myhood.com. Klickt auf den ersten Link direkt unter unserem Video und dort findet ihr bei myhood.com alle Informationen und Videos zu unserem Toyota GR Yaris. Ja. Wobei ich ja viel lieber, weil mit Werner aufgewachsen, schon ein bisschen älter. Ey Gott! Die habe ich ja noch nie gehört, Jan. Ich weiß. Und ich verkneife mir Werner, auf die was Russen ist das? Kommen. Ja, gut. Wir sind heute hier. Es ist mir ein großes Fest, damit der Eckhardt den Yaris mal fahren kann. Wir machen noch ein paar andere Geschichten. Es kommen noch zwei weitere Videos. Und das wird auch richtig geil. Die haben wir gestern schon produziert. Ja, wir dürfen nicht zu viel spoilern. Halt. Nein. Aber ich sag mal so, Eckhardt ist dieses Auto schon gefahren, aber nicht wirklich. Ja. Und ich freue mich, weil du den ein bisschen auch von Toyota noch nie gefahren. Richtig. Ich hatte den noch nie als Testwagen. Ich arbeite ja bis jetzt allgemein noch nicht so mit Toyota zusammen. Fand den aber schon immer ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schon serienmäßig. Nicht nur so, wie du ihn fährst. Aber ich fand den schon immer ziemlich geil. Ich wollte ihn auch schon immer mal fahren. Du bist ihn einmal gefahren, richtig, ganz kurz. Da hat Eckhardt mich in Bielefeld besucht, hat er rüber gemacht, musste aber wieder zurück. Also ist liebe Kollegen aus dem Osten. Das gibt ja nicht so viele. Ja, gut. Nicht Kollegen, sondern ich meine liebe Zuschauer aus dem Osten. Ich meine das nicht böse, sondern das ist so ein Dauerwitz. Und Eckhardt ist ein Ossi als Wessi verkleidet. Nee, ein Wessi als Ossi verkleidet. Was bist du denn? Meine Eltern haben immer gesagt, ein Wossi. Weil Wossi. Mein Papa aus dem Westen, aus dem ehemaligen, kommt und meine Mama aus dem Osten. Aus dem ehemaligen Westen finde ich auch sehr schön. Ja, oder aus dem, ja, ja, nein, ist okay. Und, darum, ich bin nach der Wende geboren, von daher zählt das eigentlich gar nicht mehr für mich. Ich ziehe ihn und seinen Kameramann, den Alex, immer auf. Schöne Grüße, Alex. Wollen wir da sagen, muss Alex schon ein Ossi. Ja, bei okay. Ossi, bei ihm klappt es auch. Und immer, wenn ich meine Sprüche mache, dann ist bei Alex so, ey. Und Ecker so, hä, was? Wie ist das Wetter? Ja. Naja, jedenfalls ist es nicht böse gemeint. Wir sind aber hier im schönen Umland von Halle. Ja. An deiner Hausstrecke tatsächlich. Ja. Damit du mein Fahrzeug mal bewegen kannst unter den Bedingungen, die für dich optimal sind. Und das finde ich immer gut. Ich habe ja auch so meine Stammkurven, wo ich meine Lieblingsautos mit hintrage quasi, weil ich da genau merke, wie sich das Auto verhält. Das mache ich nicht bei jedem Auto, weil das muss nicht sein. Aber ich freue mich jetzt sehr, mit dir mitzufahren und ich bin gespannt, was du zu dem Auto sagst. Ich freue mich auch ehrlich gesagt richtig, dein Yaris jetzt mal richtig zu fahren. Ja. Also sage ich, let's go! Ja, ich bin deinen GR Yaris ja tatsächlich schon mal gefahren, bevor er umgebaut wurde. Das finde ich jetzt auch ziemlich interessant, den direkten Vergleich zu haben. Vorher stellte ich erstmal direkt den Sport. 70-30, ne? Ja. Hinten 70, vorne 30. Und jetzt ist er tiefer, breiter, anderer Sitz, mehr Leistung. Genau. Okay, sehr gut. Also anderer Sitz, die wirklich tiefere Sitzschale, aber ein bisschen mehr Leistung und auch am Pedal. In den Canyon haben wir ja auch noch rumgespielt. Da fährst du jetzt die sportliche Einstellung und das Chip-Tuning ist auch auf Sport. Okay. Für euch, wir sind gerade auf meiner Hausstrecke. Die ist relativ kurz, aber sehr kurvenreich und fahrdynamisch. Und was das Gute ist, die ist so eng und verwinkelt. Hier ist 100, aber die 100 schafft man in der Regel einfach überhaupt nicht. Und deshalb macht die sehr viel Spaß gerade mit so einem Auto. Und ich bin natürlich gerade eben schon mal kurz eine Runde gefahren, so zum Anprobieren. Und da muss man schon sagen, ich habe direkt zu Jan gesagt, ich bin hier neulich mit dem Hyundai i30N so richtig hochgepäst. Und das geht mit dem GR Yaris tatsächlich sofort gefühlt und wahrscheinlich auch in der Realität tatsächlich schneller, weil du so richtig spürst, wie dieses kleine, fiese Auto von dem Allradantrieb profitiert und du viel früher in der Kurve ans Gas gehen kannst und es einfach Bock bringt, wenn du am Scheitelpunkt drauf gehst und merkst, wie sich das ganze Auto so richtig willig aus der Kurve wieder rauskratzt und rauszieht. Das macht echt Bock und ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass man so einen starken Unterschied zwischen den Fahrmodi Sport und Track spürt. Also Track ist ja 50-50 und ich habe vorhin mal von Sport auf Track geschaltet und bin dieselbe Kurve auf dieselbe Art und Weise angefahren und du merkst gleich, okay, der hat vorne mehr Drehmoment und
überfordert die Winterreifen quasi im ersten Augenblick mal so ein kleines bisschen. Du merkst, dass das Auto so ein bisschen Unruhe bekommt. Aber dann bockt es ehrlich gesagt auch wieder, dass er dann fast ein bisschen rumsnappt am Kurvenscheitelpunkt, um sich gleich wieder über alle vier Räder gerade zu ziehen. Das macht echt ziemlich Spaß. Also ich finde es ein bisschen schade nach wie vor, dass wir auf Winterreifen stehen. Es ist ja noch nicht Ostern, ne? Aber die Sommerreifen kommen bestimmt bald. Und wir sind ja in Nizza halt auch gefahren. Wir sind im Übrigen meistens Track gefahren, also 50-50, ja. Weil wir das halt für die ganzen Serpentinen und so angenehmer fanden. Du bist also der Erste, der jetzt sagt, Sport gefällt ihm deutlich besser. Ja, ich mag das, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich spüre, dass die Kraft von hinten so das Auto anschiebt. Verstehe ich. Finde ich schön. Und ich mag es halt, wenn du das Gefühl hast, alle vier Räder graben sich permanent in den Asphalt und drücken dich halt nach vorne. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch gerade cool. Dadurch, dass ich ja trotzdem noch 30% der Kraft vorne habe, habe ich hier trotzdem das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, ich merke wirklich, dass ich im Gegensatz zu so einem frontangetriebenen Hot Hatch, wie ja alle anderen in dieser Klasse sind, ich früher ans Gas gehen kann und sich das Auto trotzdem so richtig nach vorne zieht und rauszieht aus der Kurve. Das ist schon geil. Und weißt du, was mir gestern Abend aufgefallen ist? Ich bin ja dein Auto gestern Abend schon mal gefahren, in der Stadt, wo es schön leise war, so bei niedrigem Tempo. Wenn du so fährst und so ein bisschen Drehzahl gibst, ich finde das wirklich schön mit der Abgasanlage, dass du auch so leichtes vom Turbo hörst. Abgasanlage haben wir auch machen lassen. Ne? Also da ist ja auch die Miltec drin, die es ein bisschen kerniger anhört. Alex sagte zu mir, er hat das Gefühl, die ist noch mal ein bisschen lauter geworden, ist ihm fast ein Ticken zu laut mittlerweile. Mhm. Aber wir sind ja gestern den ganzen Tag auch mit dem Auto unterwegs gewesen. Das warum, wieso, erfahrt ihr später. Ich finde es aber okay. Ich finde es auch okay. Und was ich vor allem schön finde, das ist mir in der Stadt auch aufgefallen, das ist keine Abgasanlage, die so pubertär rumknallt, sondern die klingt halt so richtig rau, rotzig, rallymäßig, so wie man sich das vorstellt. Wenn man die Anlage unter Last hört, stelle ich mir vor meinem geistigen Auge so ein Rallycross-Auto vor, was so ba 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 mit so einer Launch-Control am Start steht. So hört sich die Abgasanlage an, finde ich. Das ist geil. Sehr schön. Übrigens, dass der GR Yaris von dir wirklich extrem profitiert. Einerseits von dem leichten Tieferlegen, andererseits von der breiteren Spur. Du merkst hier wirklich gerade auf so einer Geraden, ne, das Auto wanken gibt es quasi nicht. Ja. Macht echt Bock, fühlt sich unglaublich bissig und sportlich an und er will die ganze Zeit so richtig in die Kurve geschmissen werden. Und die Sitzposition, wirklich allen voran die Sitzposition. Als ich ihn damals gefahren bin, war der Fahrersitz noch der originale Sitz und du sitzt einfach zu hoch. Du hast das Gefühl, du sitzt mit so einem Frühstücksbrettchen am Frühstückstisch, aber nicht in einem wirklich sportlichen Auto. Und das macht so einen Unterschied. Allein, dass ich ein bisschen tiefer sitze und einen anderen Blickhorizont habe, fühlt sich 100-mal sportlicher an. Es ist halt, die Sitzschale ist unheimlich unbequem, wobei das ist jetzt schon wirklich die bequemste Variante, die du fährst. Ja. Von daher, ich bin vorgestern zu dir gekommen, bin 3 Stunden habe ich drin gesessen, anderthalb, gar nicht wahr, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls habe ich gemerkt, das ist schon deutlich besser geworden als auf unserem Trip nach Nizza halt. Aber dass du halt tiefer sitzt, ich finde es so angenehm und ich merke es immer wieder, wenn man umsteigt, auf dem Beifahrersitz, du sitzt hier ja wie auf dem Küchentisch. Ging mir auch so. Ich bin gestern auch mal umgestiegen auf dem Beifahrersitz und habe ich auch gedacht, ich habe erstmal den Hebel gesucht, wo ich den Sitz runterstellen kann. Aber geht nicht. Geht nicht. Und was ich noch sagen kann, auch für euch da draußen, vorher war so ab 200 hatte ich keinen Bock mehr auf das Auto. Okay. Weil die Lenkung dann so wahnsinnig direkt wurde und also du mochtest gar nicht irgendwas machen mit dem Auto. Und jetzt durch die breitere Spur, wo mir ja auch jemand geschrieben hat, Idiotentuning oder so, sage ich, nee, das hat gar nichts mit Idioten zu tun. Tiefer und breitere Spur, 200 auf der Autobahn, überhaupt kein Problem mehr. Ganz entspannt fährst du die runter, ja, bei 230 macht er dicht. Und man muss ja auch gar nicht so schnell fahren. Aber ich finde 200, jetzt als ich abends zu dir gefahren bin, da war die Autobahn, welche ist das? A14. Beste Autobahn der Welt, finde ich nach wie vor, also in Deutschland, weil die wirklich immer leer ist. Ja. Zwar ein paar Baustellen, aber da kann man wirklich schön auch geradeaus Gas geben, angehörsen. Da fährst du bequem dann 200 runter, ohne dir den Kopf zu machen. Wenn du hast, schön. Ich sehe das wie du, das Auto lebt nicht vom schnell geradeausfahren, aber wenn du schon 300 PS hast und in der Liga wie in einem Golf R spielst mit der Leistung, ist schon geil, wenn du auch entspannt 200 fahren kannst. Ja, also das ist ja immer, du musst ja von A nach B kommen auch. Die Leute vergessen ja meistens, die denken ja, man lebt auf der Rennstrecke, ne? Oder auf der Hausstrecke. Aber du musst ja von A nach B kommen. Und ich finde, dafür ist das schon ganz angenehm, wenn man ein bisschen fixer unterwegs ist. Ja, die Spritpreise heute machen da keinen Spaß, aber es geht halt mit dem Auto und das finde ich wichtig. Ja. Thank you.
Eckert, was sagst du? Ganz ehrlich, ich finde, der fährt so gut, dass wenn ich mir einen kaufen würde, ich überhaupt nicht drüber nachdenken würde, ob ich ihn original lasse oder ihn verändere. Also das passt so gut zu dem Auto und das tut dem Auto so gut, die Veränderungen, die du vorgenommen hast. Also ich bin ja einmal kurz gefahren, als er original war. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat schon auch echt gebockt. Und das war schon tierisch führerscheingefährdend mit dem Auto. Aber es hat sich einfach nie, ich finde, das Sitzgefühl und das Fahrgefühl entsprach nicht dem, was man so von außen erwartet, wenn man die Leistungsdaten hört und das Auto sieht. Aber jetzt passt es halt voll zusammen. Das ist schön kompromisslos. Das ist schön, das freut mich. Was würdest du noch machen? Also worauf, wenn es jetzt deiner, ich schenke dir den, was würdest du als erstes machen? Mal von Sommerreifen abgesehen. Ich glaube, ich würde ein anderes Lenkrad reinbauen. Oh. So ein bisschen Alcantara, dass du noch ein bisschen mehr Griff hast. Weil ich finde, durch die breitere Spur, durch die breiten Reifen, du hast so viel Traktion. Ich finde, die Lenkkräfte sind recht hoch. Und ich fände es schöner, wenn du nicht so ein glattes Leder hättest, sondern einen schönen Alcantara. Sieht auch cool aus. Das ist interessant. Was sagt ihr da draußen? Lenkrad, ich meine, man müsste ja nicht ein anderes nehmen, man könnte beziehen lassen. Genau, ne? Genau. Mit Alcantara würdet ihr machen oder sagt ihr, nee, muss man nicht haben? Vielleicht mit Handschuhen fahren, man weiß es nicht. Ne? Was ich schön finde, ist, dass der Eckhardt mir gesagt hat, dass hier das Auto in Halle im Osten, sage ich mal, durchaus gut angekommen ist. Wir standen auch gestern Abend kurz an der Tankstelle. Da hat mich die Dame, die kassiert hat, die sehen ja immer auf dem Monitor, was da los ist, hat uns beim Tanken beobachtet und sagte, was ist das denn? Ich sage, ah, Toyota Yaris halt. Ne? Ich sage meistens immer nur Toyota Yaris, weil ich es halt witzig finde. Und dann sagt sie, der ist aber schon schick. Und da denke ich so, wie geil ist das denn? So eine ältere Dame hier an der Tankstelle findet das Auto halt cool, wobei ich im Westen immer das Gefühl habe, dass ich eher belächelt werde. In Frankreich haben wir ja nur positives Feedback bekommen, aber ihr scheint hier im Osten dann schon wieder ein bisschen aufgeschlossener sowas gegenüber zu sein, oder? Also ich glaube, erstens das Thema Motorsport ist hier auch noch gesellschaftlich besser vertreten tatsächlich als, denke ich, bei euch. Und was ich auch, und das muss ich dem Auto auch wirklich zugute halten, es gibt ja so Hot Hatches, die sind halt so auf die Fresse und aggressiv gemacht und so, aber ich finde, der GR Yaris, gerade mit der Folierung und dem Maß, wie viel er tiefer ist und dem Maß, wie viel er breiter ist, wirkt trotzdem einfach noch wie ein sehr freundliches Auto. Sieht sehr sportlich aus. Es sieht aus, als könnte der so einfach nehmen und auf die Rallycross-Strecke setzen, als könnte der mitfahren. Jeder sieht von außen sofort, okay, das muss irgendwas Sportliches sein. Aber er sieht halt nicht so gemein und so aggressiv aus. Ich finde, er strahlt eine Freundlichkeit aus und das finde ich echt schön. Wobei, in der Perspektive, wie ich die Kamera jetzt hingestellt habe, finde ich, sieht das schon ein bisschen aus. Ja, ist schon. Ist, Eckhardt, ist, es war mir ein Fest, hier zu sein. Ich freue mich für die Gastfreundschaft und für die Videos, die wir miteinander produziert haben. Von euch da draußen möchte ich wissen, was würdet ihr denn noch machen, ne? Hier am Yaris? Was wäre die Veränderung, die ihr sofort durchführen würdet, wenn ich sage, hier, ab morgen ist er deiner und du darfst nicht verkaufen, ne? Bin ich sehr gespannt. Ich denke, Eckhardt, wir fahren den auch nochmal anders. Ja. Irgendwo fahren wir nochmal hin. Muss ja nicht gleich Finnland sein, aber vielleicht können wir so etwas Ähnliches machen, wie ich mit Alex gemacht habe, nach Nizza. Ja, sowas in der Art. Könnte ich mir auch vorstellen. Wenn ihr das auch so seht, wo sollen wir hinfahren? Das wäre auch noch mal ganz nett. Schreibt mir eine 42. Nein. Dann haben wir Bock zu. Schreibt mal, was wäre für euch ein Ziel, was wir verfolgen sollten, was ihr total spannend fändet? Was auch vielleicht zum Auto passt. Ja, und so ein bisschen fernab von normal ist. Hier Rumänien, Transfaragasin. Ja, ja, das Ding, genau. Ja, Transfaragasan heißt das, glaube ich, oder? Halt. Aber wäre natürlich auch ein Träumchen. Sowas in der Art könnt ihr, you name it, wir lesen uns das durch und verneinen dann und fahren nach Wanne-Eickel. Genau. Aber wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare. Wir freuen uns auch immer über einen Daumen nach oben. Eckhardt, willst du dich verabschieden? Ja, danke Jan, dass ich das Auto fahren durfte. Hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Danke, dass du mich besucht hast. War auch sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Ich sag tschüss, guck gerne mal bei mir vorbei und dann bist du jetzt dran. Wo guckt man denn bei dir vorbei? Bei diesem YouTube. Ach so. Ja, da sind wir Asphalt hier Art. Asphalt Art. Eckhardt ist nicht nur bei YouTube vertreten, sondern natürlich auch bei TikTok und Instagram. Weil er ja 50 Jahre jünger ist als ich, muss er den ganzen Kram halt mitmachen. Nein, so sieht's aus. Kinder, gehabt euch wohl. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Gebt uns einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer und sage, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Die
Dieses Video entstand mit der freundlichen Unterstützung unseres Partners myhood.com. Klickt auf den ersten Link direkt unter unserem Video und dort findet ihr bei myhood.com alle Informationen und Videos zu unserem Toyota GR Yaris.